auf die Suche nach die Hexenzwiebel. Ja, das ist ein interessanter Name vom Bärlauch und ich zeige euch Zutaten, was man so mit dem Bärlauch machen kann. Ich lasse mich einfach spontan entscheiden, was ich mache. Kommt mit, es wird lustig und ganz viel Wissen kommt jetzt auch. Wir laufen erstmal durch den Wald und dann erkläre ich mehr. Ah, da habe ich den doch gefunden. Oh, doch nicht. Das ist die Brombeer, aber ist auch essbar. Ah, hier habe ich den gefunden. Ah. Oh, doch nicht. Ganz kurz, der Maiglöckchen ist halt giftig und das ist eine Verwechslungsgefahr. Deswegen habe ich den gerade verwechselt. Hust, hust. Nein. So, und hier sagt man, findet man den schönen Hexenzwiebel. Mal gucken, ob ich den hier finde. Ja, und der, die Hexenzwiebel. Die Zwiebel, ja. Die Hexenzwiebel wächst auch Anfang März und bis Ende April, danach wird der nicht so lecker, da wird der dann, der ist halt nicht so richtig schmackhaft mehr. Deswegen fängt das schon so an, ranziger zu werden oder besser gesagt, mehr faseriger. Ah, schaut mal, was ich hier gefunden habe. Man sagt auch von diesem Shelter, dass hier mal ein Sortes mal übernachtet hat. Das heißt, er weiß auch, dass hier die Hexenzwiebel wachsen. Ja, ein guter Zeichen, wo man Bärlauch finden kann, ist auch am Wasser, weil der Bärlauch braucht das sehr, sehr, sehr schön feucht auch. Und hier haben wir Bärlauch gefunden endlich. Dann pflücken wir die mal. Ah, der schmeckt gut. Jetzt kommen die Merkmale, ganz kurz und knackig. Die Hexenzwiebel oder Bärlauch genannt, hat eine Ader, eine Hauptader, die vom Boden kommt und ganz an der Spitze. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach auch so zu sehen. Oben glänzt die und unten ist sie matt. Die verläuft von unten ganz schmal, dann geht es in der Mitte sehr hoch und dann geht es wieder sehr, sehr tief. Sehr, sehr spitz, wie ein Pfeil, sagt man auch. Wie von der Römerzeit, so ein Eisenpfeil, kann man so sagen. Man kann es probieren. Dann kommt sofort eine Schärfe, ein Knoblauchgeschmack. Und das ist auch nochmal ein Zeichen, dass es auch Bärlauch ist. Ihr könnt, wenn es nicht ist, könnt ihr sofort Mund ausspülen, ne? Ausspucken. Nicht runterschlucken, wenn es das nicht ist. Was gibt es noch für ein Merkmal? Das reicht, glaube ich, ne? So locker weg, ne? Ja. Weil meistens alle tun müssen, als ob sie alles wissen. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht so viel, aber Sortes hat hier viel mehr Erfahrung im Wald. Ah, weil mit Bärlauch, ne? Also eine Sache fällt mir noch ein, und zwar, dann ist der Stängel unten, wenn du guckst, der ist so ein bisschen dreiecksmäßig. Das unterscheidet ihn auf jeden Fall von anderen Pflanzen, mit denen man den verwechseln könnte, wie mit dem Maiglöckchen. Ne? Und das, ich meine, wer verwechselt das schon? Bärlauch, ich also nicht. Ganz ehrlich, alleine vom Gefühl her und so Bärlauch, wer das verwechselt, ja, der hat es wahrscheinlich auch noch nie gepflückt. Ne? Oder zu wenig Erfahrung gesammelt. Deswegen sammelt Erfahrung, dann geht raus am besten. Am besten auch ein Buch dabei zu haben, man könnt ihr immer aufschlagen. Ist halt das Beste, das habe ich auch gemacht und so hat man ja am Ende Erfahrung gesammelt und braucht nie wieder mehr ein Buch. Ja, was ich euch noch sagen möchte, ne? Geht raus. Das ist halt wirklich sehr schön, einfach draußen zu sein. Irgendwie was rauszunehmen aus dem Video und einfach mal Bärlauch zu pflücken, weil die Bärlauchzeit ist doch schon da. Ich habe jetzt ein bisschen früh angefangen, ne? Aber ja, da wächst schon was und das ist wirklich schön, einfach die auch so zu essen. Das ist halt das Beste, ne? Dass man Bärlauch frisch isst, weil wenn man die jetzt, sag ich mal, zum Essen reinpackt, da verliert man halt viele Stoffe und ja, jeder seiner Sache. Ich pflücke die, weil ich diese Frische brauche. Ich sag immer, wenn ich was Frisches esse, dann werde ich frisch und mir geht's halt viel besser. Ja, jetzt haben wir alles geschafft, glaube ich. Wir haben den Bärlauch gepflückt. Wir haben keinen falschen Bärlauch, hoffe ich mal, gepflückt. Und wir haben nicht die Umgebung kaputt gemacht. Das ist auch sehr wichtig. Jetzt geht's zur Küche und dann geht's zum Rezepten. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Ich bin jetzt zu Hause. Sortes ist jetzt auch zu Hause. Ich habe jetzt hier mir ein paar Bärlauchsachen auf den Tisch gelegt.
Wir haben jetzt ungefähr 73 Gramm, das heißt, ich kann erstmal nicht so viele Rezepte machen. Ich habe erstmal vor, ich müsste halt nochmal pflücken gehen. Ich habe jetzt erstmal vor, heute Pesto zu machen und Bärlauchbutter. Das wird, glaube ich, lustig. Jetzt bereite ich den eigentlich zu, der sieht auch noch richtig frisch aus. Kann man das sehen? Ich habe hier den Bärlauch. Richtig schön. Das ist jetzt schon mal für ein Gericht, weil ich habe zwei Haufen. Zack. Ich zeige euch einfach, wie man Bärlauch richtig zubereitet. Ist ja jetzt kein Hexenwerk. Und ich schnibbel das erstmal schön. Ich habe das auch schon gewaschen. Ich habe es jetzt extra getrocknet, weil ich dachte, ich mache Bärlauchsalz daraus. Ja, ich habe einfach zu wenig Bärlauch, dass ich das mache. Deswegen habe ich erstmal gedacht, Pesto erstmal schön machen. Und Butter. Ich glaube, das reicht erstmal. Braucht man Bärlauchsalz für irgendwas? Ich nehme halt wirklich Bärlauchsalz eigentlich für alles, ne? Aber auf Butter schmeckt man das auf jeden Fall. Sieht eigentlich sehr gut aus. Riecht auch richtig gut. Ich schnibbel das jetzt erstmal ganz, ganz fein, weil ich fange jetzt mit der Butter an. Und dann zeige ich euch einfach, wie man die Butter macht. Ich müsste die eigentlich schmilzen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Ich glaube, ich mache jetzt auch 500 Gramm Butter. Das muss sich ja auch lohnen. Ich habe überlegt, auch die einzurollen, die Butter. Ne, mit so schön, dass es so eine runde Butter dann wird. Dann kann man das so schneiden. Dann hat man so schöne, geile Sachen. Ich mache erstmal diese Butter hier auf. Das ist ja erstmal schön im Topf. Ich lasse es erstmal schmilzen. Was auch richtig lecker ist, mit Kokosnuss. Mit Kokosnussöl das zu machen. Weil wenn es kalt ist, ist das hart. Das ist auch richtig lecker und viel gesünder als Butter. Oh, die schmilzt ja richtig schnell schon. Cool. Cool, cool, cool. Cool. Dann schnibbeln wir mal. Oh, ich hab mich den ganzen Tag drauf gefreut, ne? Das endlich zu machen. So, wie was sagt die Butter? Die ist gleich komplett weggeschmolzen. Genau so wollte ich das. Perfekt. Ich bin gerade ein bisschen bekloppt, ey. Entschuldige, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst mache. Ich packe jetzt die Haferflocken rein. Ihr denkt auch so, was macht der da? Ich will ja eine Butter haben, die sehr rund ist. Und ich weiß nicht, ich habe keinen runden Förmchen, wo ich danach, wenn die Butter kalt ist, wieder rausholen kann. Deswegen baue ich jetzt mir sowas mit Alufolie. Mal gucken, ob das überhaupt klappt. Jetzt brauche ich nur was Rundes. Wenn ich ausprobiert, kann ich gewinnen. So, zack. Ihr versteht es dann, wenn es fertig ist. Dann wisst ihr, ah, deswegen macht ihr das. Ich zeige euch das mal. So sieht das aus, ne? Ich nehme jetzt den ganzen schönen Bärlauch. Pack den hier so schön rein, in der Butter. Zack. Soll ich eine Salzbutter daraus machen? Ich glaube nicht. Salz haben wir eh so viel im Essen. So, dann schütte ich das mal. So sieht es jetzt aus. Ne? So sieht es jetzt aus. Und das schütte ich jetzt hier ganz genüsslich rein. Boah, sieht das geil aus. Ich werde jetzt erstmal die Bärlauchbutter im Kühlschrank packen. So sieht es jetzt aus. Ich kann nicht so viel bewegen. Ich freue mich schon, wie die Butter gleich aussieht, wenn die fertig ist. Die müsste jetzt eigentlich gleich so richtig schön rund sein. Ich habe schon Bock drauf. Einmal brauchen wir Pinienkerne. Dann brauchen wir Salz. Olivenöl haben wir auch genug. So, dann fangen wir mal an. Ich habe jetzt Pinienkerne geholt. Das sind dann 50 Gramm. Die brauchen wir, glaube ich, insgesamt auch. So gefühlsmäßig, wie viel Bärlauch habe ich. Ich mixe das dann mit Öl, gucke ein bisschen die Konsistenz an. Okay, so sieht's gut aus. So machen wir das dann einfach. Einfach so geschmackstechnisch auch einfach gucken. Erstmal Bärlauch schneiden. Zack. So, dann schnippeln wir erstmal. Für den Pesto muss ich nicht so fein schneiden, weil ich muss es ja eh mixen. Ich werde das jetzt einfach hier so schön reinpacken. Zack. Oh, wie schön das Brett aussieht. Der hat so eine schöne Farbe bekommen vom Bärlauch. Eine Prise Salz. Keine Prise mehr gewesen. Ein bisschen reicht auf jeden Fall. Erstmal. Das reicht erstmal. Ich nehme jetzt Olivenöl, weil Olivenöl, denke ich, ist erstmal ein bisschen besser für mich als irgendwie Rapsöl oder so.
klar, der Olivenöl hat selbst einen Eigengeschmack, kann den Bärlauch ein bisschen unterkriegen, aber ist mir eigentlich voll egal. Ich packe da jetzt Pinienkerne rein und dann geht's weiter, ne? So, ganz schön langsam. Ich habe den hier mir geholt. Den habe ich jetzt auch einfach so rein. Die Zutatenliste schreibe ich in den Kommentar, in der Beschreibung rein. Da könnt ihr auf jeden Fall nachgucken, wie ich das ungefähr mache. Jetzt wird es einmal laut, weil ich muss den Mixer jetzt einmal anmachen. Ich muss sagen auch, Pesto auch so teuer. Ich habe es heute gesehen, weil ich Salz und ein paar Zutaten besorgen musste für die Aufnahme. Und zum Pesto schon so 250 Gramm. Kostet halt schon wirklich 3-4 Euro, ne? Schon krass, ey. Und ich möchte nicht wissen, was ich hier jetzt mache. Mit Pinienkerne, mit Bärlauch selbst gepflückt, mit Olivenöl. Das kann ich ja für 6 Euro schon gefühlt kaufen. Ist schon heftig, dass es so teuer ist, ne? Das sieht richtig gut aus. Da mache ich nochmal einen Schuss rein. Boah, ist das genial. Ich liebe es gerade. Einfach das zu machen. Ich habe da so lange drauf gewartet. Ich habe das die ganze zurechtgeschoben von mir. Das ist jetzt eigentlich mal schön, das eigentlich mal zu machen. Jetzt muss ich nur noch ein schönes Glas finden. Das ist das schöne Glas, was ich hier habe. Und da kommt schön das Pesto rein. Packe ich das jetzt erstmal hier schön rein. Guckt das euch mal an. Ist das nicht cool? Ich feiere das gerade voll. Heute bei Intuition, Vertrauen, Küche. Wir machen Bärlauch, Pasta, Pesto, richtig lecker. So, und das ist eigentlich der ganze Kunststück. Einfach wunderschöne Pesto, frisch aus dem Wald, Pinienkerne von den Bäumen, aber nicht von mir gepflückt, und das Öl von Griechenland und der Parmesan von Italien. Ich glaube, meine Freundin freut sich, wenn wir das schön mit Nudeln essen. So, dann brauche ich ein Messer. Oh, das schneidet noch richtig gut. Und so ist es fertig zu essen. Ja, perfekt. Ich schaue mal gleich, ob die Butter schon fertig ist. Ich habe sie jetzt gerade mal aus dem Kühlschrank genommen und das sieht jetzt so aus. Es ist wunderschön eingefroren. Und so sieht das jetzt hier aus beim Nahen. Sieht schon cool aus, ne? Ich packe das jetzt mal raus und dann zeige ich euch, wie es gleich aussieht. Tada! Die ist ausgepackt. Ich werde die jetzt erstmal durch die Hälfte oder durch drei teilen und die erstmal in so eine schöne Butterschale reinpacken. Was gibt es Besseres, als morgen früh nach Knoblauch zu riechen? Ja, okay, ich sehe, glaube ich, den ersten Fehler schon bei mir. Ich habe zu viel Bärlauch reingemacht. Guck mal, die Butter bröckelt ja schon noch voll ab. Okay, was lernen wir daraus? Weniger Bärlauch, aber mehr Butter. Aber kein Problem. Man kann es schön so reinschmieren. Es riecht auch richtig lecker nach Knoblauch. Man sagt ja, es hilft für die Frühlingsmüdigkeit wegzubekommen. Tada, fertig. Und wenn das Video euch gefallen hat, schreibt doch in den Kommentaren, abonniert doch den Kanal. Es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen. Es gibt es nicht nur Kräutersachen, es gibt auch Sport, es gibt auch Action, es gibt unterschiedliche Sachen. Kommt gerne rein in diesen Club. Wir sind schon fast 800 Abonnenten und Zuschauer, die einfach Bock drauf auch haben. Und vielleicht bist du auch einer dabei. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund, geh raus. Jetzt ist bald Erntezeit auch. In den nächsten 2-3 Wochen oder 4. Und es wird dich gesund machen. Ja, hau rein. Tschüss.